Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Montag, den 30. Januar. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn heute an Energie? Aus dem Tarot. Der Narr, ja, den hatten wir letzte Woche auch schon am Montag. Ja, ein Neustart, ein neuer Neustart oder nochmal in der gleichen Sache. Ja, zieht es sich einfach auch hin. Das, was du dann neu startest, ja, weil vielleicht, weil es ja einfach auch so prägnant ist. Entschuldigung, jetzt ja, so weitreichend, ja, kann dieser Neustart, diese Sache sein, ja, vieles umfassen, viele Bereiche umfassen. Ja, mit dem Narren hast du Tabula Rasa gemacht mit etwas. Konntest etwas hinter dir lassen. Ja, vielleicht ist es auch das Wochenende, das jetzt zu Ende geht und ja, du auch froh bist, dass es zu Ende geht. Das kann auch sein. Ja, und möchtest dir nochmal dann auch ganz von Neuem beginnen. Ja, mit Herz und Lebendigkeit und ganzer Freude und ja, auch Vertrauen darauf, ne? Ganzer Hingabe. Der Narr ist ganz bei der Sache, ne? Der lässt sich, wie gesagt, einfach auch nicht abhalten von Bedenken, Befürchtungen. Nein, er geht einfach auch weiter, ne? Ja, geht einfach auch in dem Vertrauen. Ja, natürlich, es steckt auch so ein bisschen eben der Leichtsinn mit drinne. Na, ist manches vielleicht noch nicht gut bedacht, aber kann vielleicht auch noch nicht gut bedacht sein, weil ja, es sich noch nicht gezeigt hat zur Auseinandersetzung. Ja, ja, es wird nach und nach sich alles entwickeln. Bleib da einfach auch im Vertrauen und auf dem Weg. Na. Du hast treue Begleiter da auch an deiner Seite. Ja. Ja, der Hund ist immer so eine Sache, ne? Es kann sein, ne? Ein Hund möchte ja eigentlich beschützen und warnen und bewahren. Ja, er sieht hier sein Herrchen, ne? Am Rande stehen, am Rande des festen Grundes noch einen Schritt weiter und er wird ja stürzen oder vielleicht auch nicht, ja. Ja. Es ist wichtig, dass du an deinem Weg bleibst. Ne? Vielleicht ist es manchmal mit bedenkenswert, was andere zugeben, ja, vorschlagen. Aber ne, trotzdem, letzten Endes, stimme es immer in ganz reiner Art und Weise mit dir selbst ab. Ne? Wir hatten das Herz an der Unterseite, das Lenormand. Also es geht wirklich um das, was dir am Herzen liegt. Ne? Dass du dich dahingehend auf die Spur machst. Ne? Ja, schauen wir weiter. Was haben wir? Ja, ganz klar und rein. Vielleicht wird ja heute wirklich auch ganz klar und deutlich, wo es hingeht, wie es weitergeht. Ne? Gibt es, werden Zeichen offenbar? Ne? Wird ja, die Führung einfach auch klar und deutlich? Ja? Gerade vielleicht auch, wenn du es einmal anders angehst, ne? Vielleicht warst du bisher auch misstrauisch hinsichtlich göttlicher, geistiger Führung. Ne? Ja, der Narr zeigt einfach auch an, heute ist einfach auch die Energie dafür, ne? Dass das klar wird und du dich da einfach auch öffnen kannst. Ne? Es ist eine große Arkana, da ist die göttliche, geistige Führung dabei. Ne? Ja. Geht es ja einfach auch darum, dass du annehmen darfst, verstehen darfst, dass du geliebt und geführt bist. Ne? Wir hatten an der Unterseite dieses Kartendecks hier übrigens noch die Essenz des Lebens, fühlt sich an wie Liebe, erscheint wie Schönheit und erklingt wie Wahrheit. Fühle deine Lebensessenz. Ja. Der Narr setzt sich dem ganz aus, ne? Oder ja, geht einfach auch ganz bewusst damit. Ne? Lässt sich nicht einfach nur irgendwie treiben, sondern er geht ganz bewusst. Sehr mutig auch. Ne? Ja,
Kommt es in irgendeiner Weise vielleicht auch heute zur Wunscherfüllung, ne? Dass du einen bestimmten Weg starten kannst, vielleicht im Beruflichen, in der Liebe, in deiner Herzensangelegenheit, ne? In dem, was dir wichtig ist, was jetzt gerade einfach auch dran ist, ne? Ja, hier haben wir die 6 Herzen noch mit dabei, ne? Ist vielleicht ein Seelenpartner in jeglicher Form einfach mit an deiner Seite. Geht es um eine Herzenssache? Ne? Kommst du in emotionale Balance? Kommen wir in emotionale Balance? Ja. Ja. Kommt es hier vielleicht auch zu Mehrung, ne, von, weiß nicht, nicht nur von Klarheit, sondern vielleicht auch, ja, ganz konkreten Bitten? Vielleicht auch zur Vermehrung, tatsächlich zu Nachwuchs? Schauen wir mal, was haben wir hier? Familie tatsächlich, ja. Diese Situation hat ihre Wurzeln in einem emotionalen Erlebnis mit einem Familienmitglied und wir können dir helfen, die Ursache zu verstehen und zu heilen. Umgib dich selbst, die betreffende Person und das Erlebnis in deinem Herzen und in deiner Seele mit besänftigendem blauem Licht und vielen Engeln. Sei offen für die Geschenke, die diese Situation bereithält, und erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Ja, umgib dich mit besänftigendem blauem Licht. Ja, was schön. Ja, vielleicht, ne, geh einfach hinaus, vielleicht auch nachts gerade, ja, oder abends vielmehr. Es wird ja noch relativ zeitig dunkel. Ne? Ja, hier geht es vielleicht so um einen grundsätzlichen Neustart für dich jetzt auch, ne? Für uns. Etwas anders zu machen, als wir es vielleicht gewohnt waren, aus familiären Gebräuchen heraus oder Prägungen, ne? Ja, es geht um einen ganz eigenen Weg, ne? Und der gewinnt heute an Klarheit. Das ist toll, ne? Ja, kannst du vielleicht auch manches aufklären für dich, ne? Warum du dich bisher so und so verhalten hast oder eben nicht neu gestartet bist mit einem bestimmten Weg, mit einer bestimmten Sache. Ja? Leuchtet es heute ein. Auch leuchtet ein, dass du geführt bist, ne? Und halt manches, auch wenn es unangenehm war, dich zu dem, der gemacht hat, die du bist. Ja? Und ja, einfach auch geleitet hat, deinen Weg geleitet hat. Sei offen für Geschenke, die diese Situation bereithält. Erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Alles Gute dafür, einen gesegneten Tag und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.